Hallo zu meinem neuen Video. Ich zeige jetzt, wie ich mit diesen Walzen, die ich gemacht habe, beim Drehen ein Muster auftrage, dass diese Rollen gibt es in verschiedenen, mit verschiedenen Mustern. Die habe ich selber gemacht auf meinem 3D-Drucker. Wenn ihr sowas kaufen möchtet, könnt ihr das auf meiner Webseite vohang.ch. Ich blende das noch ein. Ja, man kann die Walzen benutzen, um zum Beispiel auch modellierte Gefäße zu verschönern. Die Walzen lassen sich ganz einfach so ausklinken. Und dann kann man hier die nächste Walze wieder reinmachen. So, und dann dreht das sehr einfach. Wenn ihr solche Walzen möchtet mit euren eigenen Motiven, dann könnt ihr mir das schreiben und dann kann ich das so herstellen. Ja gut, dann zeige ich mal, wie ich das hier auf der Drehscheibe mache mit diesen Walzen. Viel Spaß! Also ich habe jetzt mit diesen Stempelwalzen, die ich auf meinem 3D-Drucker gemacht habe, habe ich jetzt so Gefäße mit Muster gemacht und ich finde das Ergebnis recht gut. Kann man also wirklich, wenn man das vor dem Aufbringen des Musters etwas antrocknet mit dem Heißluftföhn, dann geht es wesentlich besser. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Zum Stempeln geht es perfekt. Ich habe hier einige Muster ausprobiert. Zum Beispiel das hier, das gefällt mir auch sehr gut. Oder die Blumen. Und wie gesagt, man kann die Stempelrollen einfach aus der Halterung wechseln. Und so, dann die nächste reinmachen, so, und dann damit stempeln. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Vielleicht hat es euch inspiriert, auch etwas in diese Richtung zu machen. Die Walzen könnt ihr auf meiner Webseite als Datei runterladen, wenn ihr selber einen 3D-Drucker habt. Oder ihr könnt die auch über meine Webseite bestellen, wenn ihr keinen Drucker habt. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.